Ganz wichtig für mich aus der Same Foot Lunge, wenn die Herren rauskommen, mit der Telespin Action zu führen. Das ist ganz wichtig, damit ihr schön Timing geben könnt, damit die Bewegung schön und subtil wird und es produziert viel Rhythmusgefühl, zeigt viel Rhythmusgefühl und produziert viel Rhythmus. Für die Damen ist es viel angenehmer zu lesen, wenn ihr das so macht. Wir machen heute ein Timing und zwar nochmal Same Foot Lunge und Telemark. Wir werden in die Same Foot Lunge reingehen. 1, 2, 3. Auf und, Ausgang führen und die Telemark. 1, 2 und 3. Ihr sollt bei der Same Foot Lunge darauf achten, Herren, dass ihr eure Füße oder Standbeinfuß einen Hauch ausdreht und so in eure Position reingeht. Ich mache das heute nur mit der Linksneigung, aber ihr wisst, wenn ihr aus dem Standbein mit der äußeren Muskelkette das Becken, die Neigungsposition verändert, nochmal, die Achse vom Becken verändert, durch die äußere Muskelkette könnt ihr die Neigung auch nach rechts ändern. Und die Ausgang besprechen wir heute immer aus dieser Linksneigung. So, jetzt üben wir die Telespin Action. Das bedeutet, dass ihr in die Same Foot Lunge drin seid, fertig seid, ihr seid bereit, um rauszutanzen. Das Gewicht ist auf dem rechten Fuß und jetzt will ich die Dame signalisieren, Achtung, es geht los, wir gehen weiter. Egal, ob das jetzt in diesem Falle der Telemark ist oder in einer anderen Kombination irgendwelche andere Figur. Wir wollen die Dame erstmal signalisieren, Achtung, von hier geht es weiter. Das bedeutet auch, ich als Herr muss mein Körpergewicht lostanzen lassen und das ist dann auch die Führung für die Dame, um aus der Pose rauszutanzen. Als Dame kann ich nur sagen, bitte Herrn, nicht denken, ich schubse mal die Dame mit meinem Knie raus oder mit den Händen, dann wird sie schon loslaufen, das kann womöglich auch sein. Das Ergebnis wird aber nicht dasselbe sein. Das heißt, immer erster Gedanke, was mache ich als Herr, wie laufe ich mit meinem Körpergewicht los, so dass meine Dame mitkriegt, aha, wir tanzen jetzt weiter und es kommt diese Figur, in diesem Fall die Telemark. Das heißt, ihr wart in die Same Foot Lunge fertig, um rauszutanzen, ihr verlagert das Gewicht, euer Körpergewicht aufs Hauch nach zum linken, Richtung linke Fuß, so weit, dass ihr das Standbein, den rechten Fuß, auf der Ferse drehen könnt. Auf der Ferse, nicht auf dem Ballen, sondern ihr verlagert den Körpergewicht Richtung linke Fuß. Das heißt, das Gewicht kommt auf der Standbeinferse und jetzt seid ihr bereit, den linken Fuß zu belasten und damit ein ganz normaler Telemark führen zu können. Noch einmal,
Ihr seid in die 10 Fuß Lunge drin, ihr wollt raus, ihr verlagert euer Körpergewicht, ihr dreht den rechten Fuß auf der Ferse und jetzt könnt ihr in die Telemark raustanzen. Ich mache das jetzt nochmal so, dass ich meinen Rücken zu euch drehe. Dann könnt ihr es von hinten anschauen und vielleicht einfach auch besser nachmachen. Das heißt, ihr seid in die Same Foot Lunge, denkt an eure richtige Position. Ihr habt die Linksneigung schon aufgenommen. Das heißt, wenn ihr vorher Neigung gewechselt habt, kommt ihr wieder zurück. Und jetzt verlagert ihr das Gewicht ein bisschen Richtung linke Fuß. Ihr dreht das rechte Bein auf der Ferse und jetzt könnt ihr die Telemark zu Ende tanzen. Noch einmal aus dieser Perspektive. Ihr seid in eurer Same-Foot-Lunge, Gewichtsverlagern, auf der Ferse das Gewicht drehen. Jetzt ist das Gewicht schon losgelaufen. Die Dame hat schon längst verstanden, es geht weiter und jetzt könnt ihr den Telemark zu Ende tanzen. Es ist sehr gern gemacht, dass man im Telemark die Neigung nach rechts wechselt. Das ist natürlich richtig ausgeführt, eine wunderschöne Sache. Aber ich sehe meistens dabei den Fehler, dass man vergisst wirklich, was den Neigungswechsel ausmacht, und zwar, dass der Körperposition sich verändert. Das ist kein Neigungswechsel, das ist einfach mal nach rechts zu schauen, sondern Neigungswechsel bedeutet, ich muss meinen Körper verändern, dass es einmal nach links und einmal nach rechts passt. Und das ist ganz wichtig. Also, wenn ihr nach der Same Foot Lunge den Telemark machen wollt mit Rechtsneigung, dann müsst ihr auch schauen, dass ihr die Gesamtkörperposition verändert in die Rechtsneigung. Ich finde, das macht die Sache am Anfang unnötig zu schwer, wobei ich finde, es hat kein Mehrwert, nochmal gesagt, wenn man nicht sieht, dass der Körperposition sich verändert hat und dadurch die Rechtsneigung entsteht, sondern man eventuell falsch gemacht, einfach nur nach rechts schaut. Für mich ist dadurch kein Mehrwert entstanden. Also heute, deswegen bleibe ich heute bei der Linksneigung, deswegen wechsle ich nicht den Kopf, wobei nochmal zu sagen, es ist absolut möglich, wenn man das richtig macht. Also nochmal aus der Same Foot Lunge. 1, 2, 3, Gewicht verlagern, auf der Ferse drehen und die Telemark in eine schöne Promenadenposition führen. Und noch einmal die Timing für die Telespin Action Art nach der Same Foot Lunge. Ihr wart in die Same Foot Lunge. Die Telemark wollen wir auf die 1, auf den neuen Takt, auf der 1, auf den ersten Schlag anfangen. Das heißt, aus der Figur davor, und das ist die Same Foot Lunge, gehen wir auf der und nach der 3 raus. Das bedeutet, ihr habt Zeit, 1, 2, 3 eure Same Foot Lunge zu tanzen und dann auf und 1, 2, 3 macht ihr eure Telespin Action. Nochmal aus der anderen Perspektive. Ihr seid in die Same Foot Lunge. 1, 2, 3 und 1, 2, 3.